Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Axt im Walde, wir spielen The Forest und das ist Was ist neu in The Forest, diesmal in der Version 0.66. Ja, wir haben letztes Mal die Version 0.65 übersprungen, aus dem guten Grund, da es wirklich nichts Neues gab, das sich hier zu zeigen lohnte. Ja, das soll mal vorkommen, ist traurig, kann und darf aber auch mal vorkommen. In der neuen Version 0.66 gibt es doch ein bisschen mehr Neues, als ich selbst auch erwartet hätte. Wildtiere laufen jetzt ein bisschen schneller davon, auch viel länger, wenn man die angreift. Dasselbe passiert nicht mit den Gegnern, aber dafür kann man die ein bisschen schneller erledigen, indem die Entwickler jetzt die Möglichkeit auf einen Kopfschuss eingebaut haben. Ja, das geht dann recht flott. Dort ist der Schadensbereich ein bisschen höher, beziehungsweise auch sensibler. Und der kundige The Forest-Spieler hat das gesehen, hier rechts unten bereits, ja. Die Entwickler haben auch ein bisschen neu die grafischen Elemente hier von diesem sogenannten Heads-Up-Display angepasst. Die sagen, die Magenzeichnung ist neu. Ja, grundlegend ist alles ein bisschen sauberer, schöner ausgearbeitet worden von den Formen. Und die Leisten haben hier zusätzlich auch Farbübergänge bekommen. Ja, ich finde persönlich, das sieht definitiv schärfer aus. Ohne Zweifel wirklich sehr schick, speziell durch die Farbübergänge. Eine Option, die die Entwickler auch eingebaut haben, ist hier in Controls bei, ja, hier, Mouse Smoothing. Ja, das ist jetzt hier die Mausbewegungsglättung. Ich weiß nicht genau, was das tut. Ja, ich drehe das mal auf 100%. Wir gucken uns das an, wie das tut. Oh. Oh, das ruckelt hier. Nee, das hängt jetzt. Ist das abgestürzt? Ja, The Forest ist mir hier tatsächlich abgestürzt, ne? Gerade eben vorhin. Aber die 100% Kantenklettung, nee, nicht Kantenklettung, die 100% Mausbewegungsklettung, die sind definitiv aktiv. Ich komme mir hier leicht betrunken vor, ne? Erstmal wieder Retour, das ganze Zeug. Ich sag mal 0%. Probieren wir das aus. Ja. Das dann schon ein bisschen konträr zu dem, was wir hier mit 100% bekommen haben. Ich denke mal, die 10%, ich weiß nicht, das war in Ordnung. Hier mit 12, ja. Nee, 12, 10, 12, ich denke mal, das ist in Ordnung. Ja, das war auch bisher in The Forest immer schon ganz gut. Hat geklappt, warum nicht? Hier unten die Ninja Turtles kommen zu viel aus dem Wasser raus. Eine Seltenheit, wie man sie selten zu sehen bekommt. Darum ist das auch eine Seltenheit. Drüben der rote Mann, das ist jetzt fast hier so wie ja, mit dem Shredder aus den. Nee. Das ist ja wieder ein anderes Thema. Wir kommen hier zum nächsten Punkt aus den Neuerungen der Version 0.66 und holen uns dazu den Kochtopf. So, den Kochtopf im Gepäck nehmen wir ihn auch in die Hand und laufen hier durch die Gegend. Auch hier sieht der kundige The Forest-Spieler, dass die Spielfigur den Kochtopf nun anders hält als bisher. Das haben die Entwickler angepasst und wir holen uns auch ein bisschen Wasser. Dazu gibt es eine neue Animation des Wasserschöpfens. Komm mal hier. Zu im Licht. Auch im Licht. Nee, er möchte das nicht im Licht. Ja. Und schon haben wir hier auch den Pott voll. Ja. Das ist die Neuerung, was hier den Kochtopf betrifft. Und ja, wir machen erstmal einen Abstecher hier in die Höhlen hinein. Bis gleich. So, in den Höhlen angekommen, zeige ich euch folgende Neuerung. Beziehungsweise zuerst. Es gibt hier, ja, ihr kennt das, die Bärentasche. Ja, die Bärentasche ist eigentlich, wie der Name auch sagt, eine Tasche für Bären. Ja, das ist jetzt anders. Man darf die Sammeltasche nennen. Die Bärentasche kann hier nicht nur Bären sammeln, beziehungsweise in sich aufnehmen, sondern jetzt auch neue Pelze.
Ich bin ja schon auf der Jagd gewesen nach ein paar Pelzen, ja, und habe hier einige gesammelt. Das heißt, die sind jetzt quasi in meiner Bierentasche, sind die hier drin verstaut. Und zuletzt hat ja hier wer im Forum die Frage gestellt, was ist hier mit den Giftpelzen? Kann man mit denen was machen? Ich habe dazu auch vom The Forest Team quasi den Steam Community Manager, den Evan, kontaktiert. Der meinte, nee, noch nicht, aber es ist geplant. Komisch, mir kommt das vor, als wäre das ja fast ein abgekartetes Spiel gewesen. Die Giftpilze können jetzt verwendet werden. Wie auch, was ist denn das nochmal hier, das andere Gift, ne? Ja, um Giftpfeile zu basteln. Giftpfeile und nicht nur das. Grundlegend können jetzt alle Pilze, die wir hier im Inventar haben können, weil wir sie aufnehmen können, in einen Garten einpflanzen. Aber das seht ihr hier schon richtig. Das klappt hier nur in einem Höhlengarten. Mit der Taste R blättere ich hier durch und kann hier einen Pilz mit C einpflanzen. Und ich pflanze hier alle Pilze ein. Mehr geht nicht. Ja, hier in einem Garten in der Höhle ist es möglich, Pilze einzupflanzen und anzubauen. Außerhalb der Höhlen ist das nicht möglich. Ja, dafür kann man dort allerhand anderes Gestrauch anbauen, ne? Jo, bis gleich, wir sehen uns wieder draußen. Ja, allerfeinster Sonnenschein, hier sind wir wieder draußen. Ich bin die Axt im Walde, wir spielen The Forest. Was ist neu in The Forest? 0.66, brandneu. Ja, und dazu gibt es auch wieder eine neue Erinnerung. Viele Spieler kennen das, die The Forest schon ein bisschen länger bzw. intensiver spielen. Man weiß oft gar nicht, ist das jetzt so ein Hai gewesen, der mich getötet hat, oder warum bin ich hier gestorben? Die Entwickler haben hier eine neue Animation eingebaut, weswegen ich mich jetzt hier todesmutig irgendwo hinbegebe, wo sich in der Regel auch Haie befinden. Ja, gucken wir mal, wie das in der Praxis im Spiel laut den Entwicklern dann so aussehen soll. Und ich denke, ein wenig Geduld ist hier wohl gefragt. Ja, ich habe mich dann doch ein bisschen umentschieden. Hier, die Haie sind nicht aufgetaucht. Ich hoffe, wir haben jetzt ein bisschen besser Glück mit den Krokodilen. Mal gucken, wo die sich hier befinden. Ja, zufällig sehe ich den... Ja, was denn hier los? Komm mal, mach mal. Ja, ich sehe den jetzt einfach zufällig nicht, den Gegner. Und wir probieren das aus, was die Entwickler meinten. Dass man dann darauf aufmerksam gemacht wird, wer oder was das gewesen ist. Bei Krokodilen oder Haien. So, komm, einmal noch hier. Ja, man konnte das auf jeden Fall gut erkennen. Die Spielfigur hat sich ganz kurz hinübergedreht in Richtung des Krokodils beim Ableben. Und ja, ich denke mal, das ist gar nicht so schlecht. Ja, das kommt ja sehr oft vor. Dass hier man gar nicht weiß, was hat einen jetzt getötet. Hier der rote Mann ist auch wieder neu dabei. Nach meinem Ableben habe ich ja das Spiel neu geladen. Und wir haben in der Version 0.66 jetzt noch drei große Neuerungen. Wirklich Neuigkeiten, die ich hierher zeigen möchte. Ein Teil davon, den demonstriere ich erstmal. Guckt hier auf den links unteren Bildschirmbereich. Ja, das ist jetzt ein bisschen abgeändert von der Animation. Die Entwickler sagen so, die haben das schon... Nö, damit nicht. Die haben das schon so angedacht, dass das hier so ganz sanft eingeblendet werden soll. Ja, hier so mit Spinne. Und das gibt es ja auch anderweitig noch. Komm, probieren wir hier mal ein bisschen aus. Ja, links beobachten genau die fünf Blätterteile. So ein Stück Stick, also Stück Stock. Ne, so und ja. Ich sag mal, dabei belassen wir das auch.
Es gibt hier einige Meldungen unten, die eingeblendet werden, aber auch durchgestrichen. Das hängt hier von verschiedenen Faktoren ab. Ja, und der zweite Teil dieser Änderung ist, dass es sofort zu sehen, das Überlebensbuch ist größtenteils bereits komplett neu gestaltet worden. Wir kennen das aus vorangegangenen Versionen, dass hier die einzelnen Bereiche eigene Farben zugewiesen bekommen haben. Hier zum Beispiel Main Index und auch die Unterkünfte haben hier eine andere Farbe als die Feuerstellen. Ja, und ich finde, das sieht so unheimlich schick aus. Oben auch mit den Seitennummern. Die kann man nicht anklicken, merke ich gerade. Nee, das geht nicht. Aber so schick ist das gemacht. Ja, wir gucken hier flott durch. Ja, einige sind noch hier im alten Stil, das haben die Entwickler auch erwähnt. Wohl aber haben die auch erwähnt, dass hier die Statistikseite ganz neu gestaltet wurde, damit man das auch besser erkennen kann, was hier wo wie zusammenhängt. Und ja, das hat ja vorhin wirklich nicht so gut ausgesehen. Ja, Bestiengalerie allerhand und so weiter und so fort, da gibt es noch viel zu tun. Das ist eine Neuerung von den drei letzten. Und wir kommen jetzt direkt zur neuen Funktion von der Seilrutsche. Ich finde das so genial. Ich dachte hier zuerst, die meinen die Entwickler, oh, dann nimmst du dir hier so einen Baumstamm und klemmst dich mit drauf. Nee, nee. Ja, ich sende erstmal einfach einen Baumstamm runter. Und noch einen zweiten hinterher. Nee, das geht nicht. So schnell nicht, ne? Erstmal den einen, dann den anderen. Der ist jetzt ein bisschen versetzt hier runtergefahren. Und ich denke mir, wir gucken in Kürze. Ja, wo? Nein! Wo kommen die Teile an? Und die sind auch wirklich hier angekommen. Ja. Ja, das ist gut. Die Seilrutsche kann also auch als Baumstamm-Seilrutsche für den Transport verwendet werden. Ja, wenn das nichts ist, dann weiß ich es auch nicht. Wunderbares Transportmittel, wirklich. Ich finde das cool. Hier mit Mod-AP und von Kuti, dem Mod für Infinite Zipline, das heißt unendliche Seilrutsche. Es ist möglich, hier vorne vom Heiligen Baum bis nach rüber, wo hier der Gletscher drüben ist, eine einzige Seilrutsche zu spannen. Ja, da macht auch das Transportieren dementsprechend richtig Spaß. Und jetzt kommen wir zur allerletzten Änderung. Die betrifft hier, ja, den Schildkrötenpanzer. Ja, die Attacke kennen wir ja, aber das Ding hat jetzt eine erweiterte Attacke, die gar keine ist. Ja, vom Axtangriff kennen wir das hier. Springen nach unten, gibt hier den nach unten Axtangriff. Dieselbe Kombination. Springen, nach unten gucken und Angriff sorgt jetzt dafür, dass wir hier einen Schildkrötenpanzer zum Rutschen bekommen. Das ist natürlich nicht unbedingt dafür gedacht, dass ich hier am... Ja, schon gar nicht hier am Sand damit herumrutsche. Wohl aber lässt sich so sagen, die Entwickler Gegnern hurtig und flott entkommen. Ja, das geht auf jeden Fall auf Abhängen wie diesen. Nee oder nicht oder gar nicht. Ich fall runter. Oh nee, hier geht das gar nicht so schlecht. Ich habe das bereits ausprobiert. Ja. Ja, nee, das geht doch nicht so gut. Ein bisschen mehr Anlauf. Ja, und direkt auch im Wasser drin gelandet. Ja, wie gesagt, dafür ist es nicht vorgesehen, weswegen wir uns in das vorhergesehene Gebiet begeben. So meinen das die Entwickler nämlich. Das Schneegebiet. Bis gleich. So, meine Lieben, wir sind im Schneegebiet angekommen und ja, was möchte man auch anderes machen, als das Ding direkt hier auszuprobieren, ohne zu sterben, bitte. Ja, das war doch wieder ein wenig zu viel Schwung. Und rückwärts. Wunderbar. So. Wow.
Au. Nee, ich will nicht, ich will nicht. Lass mich aussteigen. Oh, ja, so ein Reh. So. Oh. Und komm mal hier. Ja, das allgemeine Gefühl am Schnee, im Schnee ist definitiv besser mit hier diesem Schildkrötenpanzerschlitten. Ja, aber das geht natürlich, wie man hier sieht, unten angekommen im grünen Wald auch gar nicht einmal so schlecht, wenn man mit einer dementsprechenden Geschwindigkeit hier auch rauskommt. So, ich muss das hier nochmal probieren. Ja, wir laufen einfach hier irgendwo rauf in das Schneegebiet, probieren das nochmal aus. Bis gleich. Ja, und wir sind hier bei Nacht angekommen. Für einen nächtlichen Ritt in the Forest bei einem schönen Licht. Und ich weiß nicht, wohin es uns bringen wird. In das Wasser! Aber gut. So mögen nächtliche Ritte einfach mal sein. Das lässt sich nicht vermeiden. Wir probieren es auf ein weiteres Mal mit dem Schlitten. Mit dem Schildkrötenpanzerschlitten. Und das schlittert sich auch ganz gut hier nach unten, obwohl wir nichts mehr sehen. Oh ja, so ein bisschen Gebüschchen haben wir umgefahren. Und so schnell geht das auch. Wir sind hier angekommen, waren gerade noch ganz oben bei diesem Eiseskältesee. Ja, und sind hier schon auf dieser Mittellandzungenbrücke, die zwei Inseln miteinander verbindet. Das ist es gewesen. Das war diesmal wirklich ein Haufen von The Forest in der Version 0.66. Ich bin die Axt im Walde. Und laut den Entwicklern sollen wir uns in nicht mal 2 Wochen wieder hören und sehen. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.